In letzter Minute sagt er, okay, das wir haben wir machen gerade das. gehört, Sir. Ja, und das ist keine Lösung. Gehen wir vielleicht mal zu dem, was uns Bush nun als seine eigentliche Vision hinter dem, was er denn mit einem Krieg im Irak eigentlich bezwecken möchte, dass wir darüber reden. Nämlich er sagt, über einen Krieg könne man jetzt nicht nur Frieden in den Irak bringen und einen demokratischen Aufbau dort initiieren, sondern auch einen demokratischen Aufbruch und Frieden für die Region. Glauben Sie daran, Vanessa? No, I don't. Nein, warum nicht? Das glaube ich nicht. I think the war, ich denke, das werde ich jetzt mal ganz ruhig ausdrücken. Der Krieg ist der schlimmste Fehler. Es gibt Alternativen zum Krieg. Und vielleicht sprechen wir später noch darüber. Und da geht es auch um die Frage Saddam Hussein natürlich. Diese Frage muss angesprochen werden. Aber um jetzt Ihre Frage zu beantworten, Sabine, dieser Krieg, was man auch immer mit ihm militärisch erreichen kann, was auch immer er menschlich kostet, und das ist natürlich der wichtigste und der schrecklichste Teil dieser Kosten, da gibt es noch weitere Kosten zu berücksichtigen. Weitere Kosten, die damit zusammenhängen, dass dieser Krieg ein schrecklicher Fehler ist. Und deshalb wird überall der Terrorismus steigen. Wenn wir die Frage eines Präventivschlags betrachten, dann kann ich dazu sagen, dass meines Wissens, dass das erste Mal sein wird, das erste Mal in der Geschichte seit den 40er Jahren, als Amerika 1942 oder Ende 1941 in den Zweiten Weltkrieg einstieg, da haben Roosevelt und Churchill in allen Fragen ganz klar die Ansicht vertreten, dass man Gleiches mit Gleichem vergelten muss. Wenn chemische, biologische Waffen eingesetzt werden, dann würden mit chemischen und biologischen Waffen zurückgeschlagen. Wir haben das dann im nuklearen Zeitalter gesehen. Die wichtigste politische Linie hinsichtlich dieser lebenswichtigen Frage für unseren Planeten und alle Menschen, die hier leben, die bestand darin, dass wir bereit sind, sofort zu reagieren. Andere Fragen hingen damit auch zusammen, aber erstmals war es doch so, dass die Regierung der Vereinigten Staaten und die Regierung Großbritanniens erklärt haben, dass es einen Präventivschlag geben könnte. Was lehrt das die Menschen auf der Welt? Für mich ist das ganz klar. Schlag zuerst zu. Du hast das Recht dazu, wenn du meinst, dass du Recht hast. Und das ist eine schreckliche Lektion für junge Menschen. Es ist eine schreckliche Lektion für Regierungen. Und ich sehe hier wirklich nur schreckliche Dinge auf uns zukommen. Für die Vereinigten Staaten, für mein Land, für die Menschen im Irak und für die Menschen aller Nationen. Vor allen Dingen für die Menschen in Palästina und Israel. Denn diese Frage ist die brennende Frage zurzeit auf dieser Welt. Trotzdem noch mal einen kleinen Augenblick hier zurück und fragen wir eben, wie es da weitergeht, denn jetzt ganz praktisch. Heißt das, die USA würden jetzt auch Ihre Einschätzung nach, Herr Telcek, losschlagen, auch wenn es jetzt bei dieser schwierigen Lage im Sicherheitsrat, Frage ist, gibt es eine zweite Resolution, zweitens, gibt es dafür dann auch eine entsprechende Mehrheit? Sie werden die Mehrheit bekommen wahrscheinlich, nämlich die Leute werden ja bezahlt. Die Leute wie Angola, Guinea und so weiter kriegen dann so und so viel Subventionen, werden auch ein bisschen unter Druck gesetzt, die werden zustimmen. Also Amerikaner werden ihre Mehrheit haben im Weltsicherheitsrat. Aber man muss jetzt noch dazu sagen, es geht ja jetzt noch ein paar kleine Länder. Also sind Sie mit dem Dollarbündel unterwegs, um die zu überzeugen, oder wie?
Also das well, ist let me respond to Vanessa's. I mean, ich möchte auf Vanessa kurz eingehen und ihre Argumentation. Das ist natürlich eine pazifistische Einstellung, was die Gefahren des Krieges angeht. Die ist ja bekannt. Dann die Frage nach Ethik und Verantwortung. Das ist dieses Argument, demzufolge Demokratien eine ganz besondere Verantwortung haben, sich der Tyrannei zu widersetzen, sich dem Angriff auf Unschuldige zu widersetzen, eine besondere Verantwortung, wenn ganz klare Beweise für Völkermord vorliegen. Nur, es geht hier nicht um einen Präventivschlag, es geht um eine Intervention, die der Sicherheitsrat in der Resolution 1441 mit 15:1 verabschiedet und befürwortet hat. Und auch die verschiedenen Resolutionen zugunsten der Abrüstung. Das ist auch nichts, für das es keine Präzedenzfälle gegeben hat. Wir sind in Kuwait interveniert zur Verteidigung der Muslime, im Kosovo, in Bosnien und so weiter. Gut, aber es war eine humanitäre Tragödie, das haben wir auch im Kosovo gesehen. Das war eine Intervention der internationalen Gemeinschaft, um so groß angelegte Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern. Jeden Tag passiert dasselbe im Irak. Der Preis für den Frieden, wir haben das gesehen, unter Hussein gab es schon Millionen von Opfern und jede Woche Tausende. Der Preis des Pazifismus beträgt 50.000 im Jahr. Aber das ist doch kein pazifistisches Argument, was ich hier vorbringe. Ich spreche für die Vereinten Nationen aus dieser Sicht. Alle Konventionen, alle internationalen rechtlichen Strukturen, die für alle Regierungen gelten. Nein, nein, Sie haben sich 15:1 für die Abrüstung des Irak ausgesprochen im Sicherheitsrat. Glauben Sie daran, die Mehrheit noch zu bekommen? Glauben Sie, die Länder noch überzeugen zu können? Oder gehen Sie, egal wie die Abstimmung ausfällt, wenn es eine zweite Resolution gibt? Es muss ja keine geben. Es muss auch keine geben, aber dann ist immer noch die Frage, am Ende gehen Sie allein, die Briten und Amerikaner. Denken Sie doch nur mal an die Position der Bundesregierung. Als unser Botschafter Pleuger nach der ersten Resolution 1441 öffentlich erklärte, es braucht keine zweite Resolution geben, weil die erste bereits ernsthafte Konsequenzen androht und damit die Schlussfolgerung nahelegt, dass damit eine militärische Intervention nicht ausgeschlossen ist. Daraufhin hat der Bundeskanzler gesagt, Diplomaten entscheiden nicht. Und auch der Oberdiplomat entscheidet nicht. Denn der Außenminister Fischer war der gleichen Meinung, dass es keine zweite Resolution brauchen sollte. Jetzt wollen die Amerikaner eine zweite und wir wollen keine zweite. Ich glaube, das ist ein Spiel, das nicht entschieden ist. Die Amerikaner, wenn sie absehen können, dass Frankreich, Russland und China nicht zustimmen werden, was allerdings auch noch offen ist. Ob Sie wird es keine zweite, wird es eine völlig offene Frage. Ja, genau. Deswegen wird es gar nicht sicher. Unter Umständen gar keine zweite brauchen. Aber die Frage, die am Ende da steht, ist, geht man auch allein. Ich halte das für eine sehr unvertretbare Position. Natürlich ist es so, dass wenn man jetzt einen Krieg legitimieren wollte durch eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates, eine weitere Resolution, die das möglich macht, auch Voraussetzung wäre. Sonst macht es ja auch gar keinen Sinn, dass jetzt darüber so viel diskutiert wird und dass zum Beispiel die britische Regierung bei allen anderen Standpunkten, die sie zur Frage hat, auf einer solchen auch besteht, hat ja was damit zu tun, dass die meisten der Meinung sind, man sollte das dann schon benötigen, wenn man einen Krieg führen wollte. Man darf aber nicht, Herr Teltschik, jetzt, wo es möglicherweise sich entwickeln könnte, dass eine weitere Resolution nicht zustande kommt, sich den Standpunkt zurechtlegen, man bräuchte sie nicht. Ich glaube aber, dass wir in der Sache auch gar nicht darüber diskutieren sollten, sondern über die Frage, ob ein Krieg in dieser Frage legitim ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er das nicht ist. Es haben sich eigentlich alle auch nur länger daran aufgehalten, als ich es nur wissen wollte. Und nämlich die Amerikaner, egal wie, diesem Krieg jetzt beginnen werden, zusammen mit den Briten. Also, das, was Sie eben gesagt haben, der Sicherheitsrat, das könnte man sich jetzt sagen, Sie jeder, erst eine Antwort jeder, auf jeder Iraker ist davon überzeugt. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns so lange mit diesen völkerrechtlichen Fragen aufhalten. Das Völkerrecht ist sowieso weitgehend außer Kraft gesetzt, so wie wir es hier gekannt haben. In einem Punkt haben die Amerikaner ja recht. Der Kernpunkt ist, die Proliferation ist die große Gefahr der Zukunft. Nur ist die Frage, ist dieser Krieg im Irak der Sache dienlich oder nicht, nämlich der Irak.
hat, nach den vielen Inspektionen, die er gehabt hat, nach den verheerenden Kriegen, die er geführt hat, ist immerhin ungeheuer viel auch durch die Inspektoren zerstört worden, auch in der ersten Phase, ist ein extrem schwacher Staat und er ist von Feinden umgeben. Es gibt da ganz andere Staaten, die viel gefährlicher sind wie Nordkorea, da geht aber keiner lang. Trotzdem nochmal, ich möchte einmal versuchen, von Herrn Jackson wenigstens diese Antwort zu bekommen, sofern er sie denn geben kann oder möchte. Werden die Amerikaner so oder so gehen? In diesen Krieg ziehen, zusammen mit den Briten? I think if there, if the United Nations cannot act, wenn die Vereinten Nationen nicht handeln können, dann werden die Vereinigten Staaten, und das hat der Präsident immer gesagt, bereit sein zu handeln. Ja, mit einer Koalition der Bereitwilligen. Und sie werden das so tun, wenn das sein muss. Und die Befreiung des Iraks, das ist politisches Ziel der Vereinigten Staaten seit dem Gesetz im Jahre 98 in den USA. Wir haben daraus kein Hehl gemacht. Wir wollen, dass das irakische Volk befreit wird. Wenn Sie Herrn Bushs Visionen in dieser Woche verfolgt haben, Herr Scholz, wird es Ihnen dann ein wenig, sage ich mal, verständlicher, ich will das Wort vermeiden, sympathischer,